Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft City Construction Challenge. Ja, wir sind hier immer noch am Markt am Arbeiten. Langsam neigt sich ja dem Ende. Mucho, tut was? Der macht die Flagge, oder was? Ich mach mal kurz hier einen Placeholder fürs unser grandioses Banner. Wird mal sehen, dass sich schön so bannert, wie wir das wollen. Bruce Banner. Mein Feedback. Ja, ungefähr. Der wäre gut dann. Out of Steine. Und ich darf fröhlich verkünden, mein Workshop ist fertig. Oh, nice, da komme ich gleich mal vollständig hin. Vollständig. Ist denn Gott, da die ganze Zeit Lärm im Hintergrund? Nicht bei mir. Okay, das Banner kann vielleicht auch ein bisschen weiter runterhängen. Ich komme mal da hier rein, Workshop. Schnitzel. Mein Gott, Axel, du musst hier Schnitzel aufsammeln. Schnitzeljagd hat sich niemand dabei gebracht. Werbung ab 22 Uhr, ab 22 Uhr im Keller. Ab 22 Uhr wird zurückgeschossen. Ah! Oh! Ja, oder was war das? Ein Creeper. Das war ein Creeper im Workshop. Drüber gehen? Ah! Mit dem letzten Schlag von meinem Schwert. Dem Skelett den Schädel gespalten. Oh, gleich kommt der nächste. Ich gehe. Das tue ich mir nicht an. Okay, sehr, sehr, sehr cool. Very nice, very nice. Und dann so, hier? Emma? Ja, vielleicht. Blub, blub, war das hier wobei noch der Rest von der Schmiede? Wobei ich jetzt die Treppe, würde ich jetzt ganz in Stein machen. Schmiede ist nebenan. Ist noch unverändert. Achso. Ich hatte irgendwie so leicht noch im Ohr, dass du da mein hässliches Schmiedenkonzept reißen wolltest. Ich musste ein paar Sachen umändern, um das, was ich oben gebaut habe, so hinzukriegen. Aber im Großen und Ganzen unverändert. Mhm, okay. Ui, ui. Blubbert die Lava immer schon so, oder ist das... Ich blubbert schon immer so. Ja. Seit Beta-Zeiten. Ist mir nie aufgefallen. Oder drei oder so. Beta. Nein. Ich hab Beta. Kann man auch vor allen Dingen gut verwechseln mit den 100%ig, 100%ig nach der Beta eingeführt wurde. Ich meine auch. Ja. Ja. Vorher hatten sie kann irgendwie sein. Andere Geräusche dafür. Emma? Ja? Ich finde den bleibt cool. Das hier neben der Treppe im Flur oder soll ich hier vorne auch dicht machen? Ja, da haben wir ja diesen schönen Kamin und da denke ich, da sollte man irgendwie vielleicht so eine Sitzecke machen. Okay. Und das Tor dann hier Tür rausmachen oder so einen schönen großen Torbogen rauslassen? Torbogen. Ich würde einen Torbogen machen. Ja, lassen, damit die Wärme natürlich auch hier in den Bereich einziehen kann. Natürlich, damit die Tiere auch was davon haben. Genau. Süß. Ein Grill drunter. War der eigentlich schon im Neta? Nein, dürfen wir eigentlich im Neta? Nein. Keine Diamanten. Wir dürfen noch nicht. Wir dürfen nicht. Auch keinen. So wird der Beleuchtungsminister sabotiert. Emucho, wie bei unserer Abmachung? Juhu, eine Kartoffel von einem Zombie! Der anfängt, spricht weiter. Ah, pst, will nicht alle wissen. Brauchen wir jetzt eigentlich auch mehr Knochenmehl für Kartoffeln und Möhren? Für alles. Memo. Wir müssen noch eine Beleuchtungsminister-Fackelhalter-Sache aufstellen. Aha. Ja. Ganz einfach. Vielleicht können wir die hier aufstellen. Warte mal. Zack. Nein. Okay. Erst die Fackel, dann den Bilderrahmen und dann schräg die Half-Step. Aber wir haben hier ja genügend Knochenmehl. Schlicht, also wenn du mich fragst. Das ja.
Emma? Ja, irgendwie gefällt mir das hier nicht. Das ist so unsymmetrisch. Ja. Guck mal, das hier vorne, die sind drei im Durchgang. Hier, das sind nur zwei. Und dann ist das hier so wie so halb und nicht ganz. Und ja, Defizit über Defizit. Ach so, warte mal, hier an die Ecke, da ist ja gerade ungünstig anzufangen. Da wolltest du ja eventuell den Glockenturm hinbasteln. Da. Oh, der kommt oben drauf. Also erstmal kommt dann alles Fassade. Das ist. Ach so, okay. Es ist mehr oder weniger eine Turmspitze, die nochmal, was weiß ich, dann so 10, 15 Block oben rausgeht. Ja, alles klar. Mal schauen. Dann fange ich doch hier an. Die Idee ist, wenn man oben drauf steht, ist das der höchste Punkt, den wir momentan in der CCC haben. Bis wir dann irgendwann so eine Kathedrale bauen müssen, da graut's mir jetzt schon vor. Da haben wir nicht mal eine Skizze, ne? Wieder was? Skizze? Nein, keine Skizze. Alle Skizze. Wichtig ist, viele Bögen und hohe Türme. Ja, also, wer sich unterbeschäftigt fühlt, kann hiermit die Fassade hochziehen. Ich versuche nur gerade irgendwie die Höhe richtig einzuschätzen, wie hoch du die Dinger gezogen hast, aber ich glaube mal. Ja, das ist ganz einfach. Die Fenster hier, das sind fünf Reihen übereinander. Axel, wenn du noch ein bisschen die Farben variieren willst bei den Marktständen, bei den Dächern, jetzt hast du genug Auswahl. Danke. Aber das hat für mich erstmal niedrigere Priorität. Hast du irgendwo einen Aufgang hier hinten? Nee, oder? Aufgang da hinten? Na, bitte nicht da hinten schauen, das ist hinter den Kulissen, da schaut man nicht. Ja, ich ziehe erstmal ein, so. Braucht noch ein paar mehr Leiter. Der Truman Show. Vicky, was hältst du davon, wenn wir diese Wand 1 noch nach da hinten versetzen? So dass hier dieser Baumstamm frei ist, dass man da drauf gucken kann. Ich glaube, das sieht besser aus. Also 5 hoch, sagst du? Das bedeutet natürlich, dass wir die Erde hier unten auch noch wegnehmen müssen. Basti Kuckuck ist ein Schwarzhebler. Das frage ich mich auch gerade. Und was ist Christoffi? Warte mal, da ich das nicht geschrieben habe und außer mir nur ein weiterer das nachgeguckt haben kann, kann das nur Mucho gesagt haben. Ja, er lacht schon. Ja, er war's. Dann du bist, Mucho. Du bist echt so ein Sherlock, bist du. Ja, aber sowas von, ne? Das, was man sich zweitens darunter vorstellen könnte oder was anderes? Also, ich vermute, er hat nachgeguckt, wann das letzte Mal jemand einen Hebel benutzt hat. Ja, natürlich. Es gab einen Hebelvorfall. Ein Hebelvorfall. Deswegen muss er nachgeschaut haben, wer der unrechtmäßige Hebler war. Da steht's. Jetzt weiß es die ganze Welt. Hatten wir eigentlich gerade in der letzten Folge oder war das zwischen den Folgen geklärt, wer Karo ist? Wir haben zwischen den Folgen. Dann erklär's mal noch. Mach die sparsame Variante, lass da ruhig die Erde. Da sieht ja keiner was. Okay, Micho, erklär mal. Karo ist Karo ist das Cleverbot-Plugin für Slot. Minecraft. Sozusagen, ja. Kennen wir nicht alle nur Erde? Das ist doch der Text von vorhin. Wirklich. Ich finde das auf so vielen Ebenen so gruselig. Sieht besser aus, ne? Yep. Ja, das einzig schade, das was an Karo echt schade ist, ist, dass sie manchmal die Sätze schon arg verhunzt, obwohl das manchmal auch eine sehr eigene Art von Komik hat. Ja, sehr inspirierend auch.
Aber grammatikalisch auf dem Niveau des durchschnittlichen Minecraft-Spielers, das passt schon. Willkommen und so. Naja, sie nimmt ja nicht nur Sätze, die irgendwer mal gesagt hat, sondern sie würfelt ja auch, wie auch immer, Sätze zusammen, die dann wieder neue Sätze ergeben sollen. Aber okay. Grammatik hat sie irgendwie nicht so drauf. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Was machen wir denn mit dem Treppenaufgang? Ist das Grammatik-Update? Ist das Ding prinzipiell deutsch oder ist es eigentlich ein multilinguales Plugin? Das ist eine interessante Frage. Weil in anderen Sprachen, da macht die Grammatik vielleicht Sinn. Ob es denn auf englische Grammatik geeicht ist, wer weiß das schon. Hätte ich jetzt nämlich geschätzt. Es kann aber durchaus sein, dass auf überhaupt gar nichts geeicht ist. Dieser Aufgang hier in der Mitte, der irgendwie, der nimmt zu viel Platz weg. Schön, was zum Kuckuck. Also Caro und Nesti verstehen sich sehr gut. Was kann ich dafür, dass Minecraft keine russischen Buchstaben sieht? Nie. Also Caro sagt, sie ist geeicht. War nicht lustig. Mensch. Kann gut sein, ja. Okay, also das Treppenhaus ist echt massiv. Müsst halt bedenken, dass durch die Hintertür hier, also durch das kleine Tor vom Marktplatz aus, ja die ganzen Tiere angeliefert werden. Also da, wo jetzt diese kleine Tür ist, da müsstet ihr vielleicht hier die Zulieferstelle für die ganzen Viecher reinmachen, ne? Emma und Co. Ja, ja. Das Gefühl, Axel drückt sich um seine banale Arbeit. Ja. Hat Axel eigentlich einen neuen Skin? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Ich habe, glaube ich, immer noch meinen alten Kaffun-Skin, oder? Den sieht man aber im Video eh nicht. Sieht so aus, als hätte eine Spinne im Gesicht kleben. Das ist ein Zabrak. Ein was? Ein Zabrak, so wie Darth Maul, die Spezies. Oh. Wie unbeliebt was, dich auf Axels Channels machst, wenn du nie weißt, was ein Zabrak ist. Reicht das nicht, wenn wir eine einsteinbreite Treppe machen? Schlechter Einstein Mensch, war ist. Relativ wenig breit. Einsteinbreit. Batman, was zu tun da? Ist doch kein Herrenhaus hier, aktuell zu tun? Wer hat's wieder frei? Hier, Lizenzbüro. Einrichten. Fassade mit hochziehen. Ach so, das da hinten. Michio, du machst die banale Arbeit doch viel besser als ich. Nun ja. Aber wenn ihr beide zusammenarbeitet, werdet ihr schon halb so schnell wie ich. Daher ist das eine signifikante Verbesserung. Das Haus sieht aus wie jemand, der gerade sehr überrascht ist. Hm. Aha. Auch so mit Schnurrbart, oder? Ja. Hä? Das ist sacre bleu. Ach. Man sieht, was man sehen will, was? Du warst da vorhin schon die ganze Zeit beim Statuen bauen. War's doch. Das sieht dann ja aus wie eine ganze Menge Leute, die überrascht sind, wenn es fertig ist. Ja. Ja, die sehen den Marktplatz und denken sich... Beste, gib uns mal einen Tipp bei dieser wuchtigen Treppe. Mach auch ein Video dann hier, dramatisches Haupthaus. Ich guck auch mal von der anderen Seite. Ja, tu das mal. Din. Dicky, warum hast du hier Holzstibitz? Ich habe keinen Holzstibitz, da war nur Erde drin und ich wollte gerade Holz reintun, aber wie du siehst, habe ich nur Helles. Mucho, ist das vielleicht das einfach Ende, runterziehen, oder? Oder wie weit willst du die Fassaden noch durchziehen? Aus Nesti eine Schule. Alles rundum. Ja, die Bereiche, die angezeigt sind, die angezeichnet sind, da muss die Fassade hin, also hier noch zwei und dort dieses ganze äußere Viereck rundum.
Also die, keine Ahnung, 6-7 Elemente bauen wir erstmal noch. Ihr sollt nicht fangen spielen? Der Stil. Ich würde das sehr einfach runterziehen. Also, das haben wir ja gemacht, das war ja ganz klobig. Dann kommen die armen Tiere hier nicht mehr durch. It's raining Batman. Sag nicht, du hast ihn wirklich erledigt. Nesti ist nicht getötet worden, sondern hat getötet. Gesundheit. Ja. Okay. Es gibt schon alles ein erstes Mal. My whole life is a lie. Da ist der Fehler in der Matrix. Bisschen Fehler in der Matrix. Da. Alter, wie viele Hühnchen hast du dabei? Alter. Ich hab Angst zu verhungern. Ich hab 3 Stacks hier. Ich bin da so ein bisschen wie Rodney McKay. Ich hab gerade mal 2 Kartoffeln dabei, also... Das füllt ja alles nach Dagobah, pass nur auf. So, da noch, Zaun. Aber wieso ist ein PvP wieder an? Das war Pira, ja. Der heutige Plan. Oh. Ich hab gar nichts getan. Hilfe! Rettet mich! Ich hol mein Schwert. Ist da. Die Teile zwischen den Fenstern, da geht einfach nur hier Stonebricks so hoch, oder? Hm? Oh ja, ja, natürlich. Es ist Gesicht. Der Mond. Ah. Ich muss mal kurz Nessie töten. Brr. Nein, hey, das war eine enthusiastische Umarmung, ja? Wow! Lass mich dich umarmen mit meiner Faust. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Leute, könntet ihr vielleicht wieder bauen? Könntet ihr bitte PvP ausmachen? Wir hatten es angemacht. Weißt du, ich war friedlich unterwegs und plötzlich haut mir jemand seine Faust in die Fresse, ja? Nee. Doch, die Budget ist groß genug. Hast du es ausgemacht? Hätte sie schon lange wieder an. Also, beziehungsweise deaktiviert wieder. Yay. Schade. Ja, man sieht ja, wo es hinausläuft, wenn man es anmacht. Die ganzen Viecher hier ringsrum machen mich total nervös. Ich kann so nicht arbeiten. Weißt du was? Ich habe extra den Podcast in meinem Beleuchtungsministerbüro. Da ist keinerlei Beschwerde bisher eingegangen. Also lebt damit oder beschwert euch anständig. Hier weiß niemand, wie man schreibt, das ist doch nicht fair. Lasst mich vor! Lass mich durch, ich bin Arzt. Nein, das geht hier nach Kompetenz. Ich kotze nicht. Irgendwie hier bei der niedrigen Framerate, weil die ja bei der Aufnahme gekappt wird, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie schnell ich bin, wenn ich durch die Gegend hüpfe. Ich springe die ganze Zeit neben alle Sachen. Kannst du die nicht hochstellen? Da leckt mir das nur unnötig. Ich nehme sowieso mit 29,97 auf. Oh. Oh, PvP ist wieder aus. Ja. Wo ist denn das Büro von diesem komischen Lichtmeister? Ich führe dich hin, Digi. Von Meister Lampe? Ja, genau. Ich stehe jetzt am Marktplatz. Komm mit. Der Lichtmeister ist gut. Ah, das ist wieder typisch hier, ne? Beamtenbüros und so. Seid ihr schon drin, oder was? Yep. Alles so verwirrend gemacht, damit man auch ja nichts findet. Dicky, lass uns mal die Treppe versetzen. Ist ja realitätsnah gemacht. Dicky kommt sofort. Das ist mit Benutzerfreundlichkeit. Der hat eine Kartei, ein Register Terrorismus. Ist ja hier gefährlich. Ja, hier wurde TNT auf der Straße platziert. Was denkst du? Wir hatten da auch noch die Bedrohung durch die OCCC und die ganzen Sachen. Mittlerweile sollte man vielleicht ein Register einreichen für Leute, die sich dauernd beschweren. So. Zufälligerweise irgendwann verschwinden werden. Die Leute, ja, oder die Beschwerden? Beides. Irgendwann mache ich das wie im TS und dann sage ich, hier Meister, du hast nicht genug Complaint-Power, du darfst dich einfach nicht beschweren.
zumindest aber mal ganz momentan hat sich noch niemand beschwert, von daher. Kann sich doch, nicht mal beschweren, dass man keine Complaint-Bauer hat. Wer hat denn da das Schild an Muichos Büste geändert? Die Büste? Da lacht jemand. Boah, es ist lange her, Alter. Was steht denn da jetzt? Was ist jetzt das Abend? Ja, da steht, das sind Muichos Brüste. Oh. Oh Mann. Bitte, das Ding hat sich einfach nur. Es hat danach geschrien, um geschrieben zu werden. Die Schuldige hat sich gemeldet. Ich geb dir jetzt einen mit der Schaufel. Kannst du dann. PvP kurz. Was hältst du davon, wenn wir die Treppe hier hinsetzen? Finde ich super. Ist dir nicht im Weg, so mittendrin. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich guck mir das auch mal kurz an. Ich habe nur dummerweise keine Dings mit, keine Treppen. Ich hol mal welche. Wir haben doch hier was genug. Was braucht ihr? Steinziegeltreppen? Habe ich auch noch ein paar. Habe ich genug. Nehme ich alle. Warte, Moment. Hey, das ist gut. Echt voll. Wow, Sickle. Was war das denn? Nessie sagt, das ist gut und es gibt eine Explosion. Ich glaube, Nessie hat. Ups. Oh, okay. Ja, so sehe ich das aus. Also, Nessie. Und das war der Aufnahme. Du qualmst sogar noch. Das ist ja. Mann! Ich bin auch noch warm. Es war doch eine Atombombenexplosion. Ja, was glaubst du, was da vorhin explodiert ist? Ja? Ich sag doch, wir sollten nicht mehr mexikanisch essen gehen. So, aber beim nächsten Mal blät's hier weiter, denn die Zeit ist schon wieder rum. Das hättest du aufnehmen müssen, das war gut. Der erste fällt durch, die zweite kommt hinterher und fällt auch runter. Du musst mir nicht alles nachmachen. Alles klar. Bitte? Weißt, dass ich ein großes Vorbild bin, aber... Ja, ey, bis zum nächsten Mal. Stay frosty. Stay frosty.